Wartezeit. Harte Zeit. Schau, die harten, späteren Standartenführer warten, ehe sie starten. Führer warten auf Kapital. Im Wartesaal der Vorsehung und spielen Karten. Um die Massen zu bewegen, muss ich erst die Kasse regen. Das ist eine harte Nuss, wenn ein Nazi warten muss. Wann ruft man, wann, den starken Mann? Dabei hätte ich ein herrliches, beinahe unentbehrliches Programm. Mein Mann, es ist genial. Am National hänge ich hinten sozialistisch an. Was ergibt sich dann? Das sehen selbst die Blinden. Die Arbeiterorganisationen sind jetzt entbehrlich. Weg damit! Mach, seien Sie ehrlich, dieser Hit wird sich lohnen. Wartezeit, Wartezeit, Kamusi ohne Kapital. So sitze ich da im Wartesaal. Nur manchmal lass ich ab den Dampf im Hofbräu raus und stoß einen Schrei aus, einen harten und stark. Das ist mein Kampf! Das genügt jetzt. Leider war es damals tatsächlich so, dass allzu viele die faschistische Gefahr unterschätzten und Adolf Hitler als Scharlatan und Witzblattfigur betrachteten. Bis es zu spät war. Bis sich Sozialdemokraten und Kommunisten schließlich vereint sahen. Im KZ. Wir sparen uns hier, den Faschismus an der Macht zu schildern. Die wesentlichsten Tatsachen sind ja bekannt. Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen, 45 Millionen gefallene Soldaten. Nur so viel sei hier gesagt. Die Erwartungen des Kapitals wurden voll und ganz erfüllt. A sagt und nicht B sagt, wie sagen wir zu dem? Wir sagen, dieser A-Sager, er macht sich sehr bequem. Wer zum Faschismus nein sagt und ja zum Kapital, dass der das nur zum Schein sagt, ist ein klarer Fall. Denn wenn die Herrschaft wackelt von Bank und Monopol, da wird nicht lang gefackelt, was man da machen soll. Will gar ein Volk sich wehren gegen den Volksbetrug, dann sind die schlimmsten Herren grad noch brutal genug. Zum Faschismus nein sagt und ja zum Kapital, dass der das nur zum Schein sagt, ist ein klarer Fall.